Der spirituelle Name ist Suresha. Suresha, im Hindi auch Suresh geschrieben oder gesprochen, ist ein Name von Shiva. Shiva ist Suresha. Isha heißt Gott, heißt Herr, heißt Meister, und Shiva wird oft als Isha bezeichnet, als Gott, als Herr, als Meister, als Gebieter. Sura heißt Engel, heißt Lichtwesen, heißt Gott. Also gerade in der vedischen Tradition werden Indra, Varuna, Agni als die Suras bezeichnet oder auch als die Devas, die Devatas. Sura, kann man eben auch sagen, sind die Himmelskräfte, die Lichtwesen, die höheren Naturwesen. Suresha ist also derjenige, der über die Engelswesen, die Götter, die Lichtwesen herrscht. Suresha kann man aber auch übersetzen als der Herr von allem Guten, denn Sura heißt auch das Gute. Sura sind diejenigen, die das Gute wollen und das Gute bezeichnen wollen und die das die Manifestation des Guten sind. Suresha ist also auch derjenige, der Gutes bewirken will, der gute Gott, der Gott des Guten, der Gütige. Wenn du den Namen Suresha hast, dann soll das heißen, du willst Gutes bewirken, du willst eine Lichtkraft auf der Erde sein und du willst es tun, indem du Gott dienst. Da steckt eben Isha drin und du kannst auch sagen, Suresha heißt derjenige, dessen Gebieter, derjenige, dessen Gott das Gute ist. Du willst also das Gute bewirken, du willst Gott im Guten sehen und du willst auch erkennen, dass Gott überall langfristig gut ist. Auch inmitten von allem Grausamen und Schlimmen in dieser Welt, langfristig ist doch die Güte Gottes zu erkennen. Vielleicht nicht im Zeitraum von Tagen, Monaten oder Jahren, sondern im Zeitalter von Jahrmillionen und Jahrmilliarden, denn Gottes Schöpfung ist sehr viel älter, als man das normalerweise so sehen will. Suresha wird im Hindi auch gerne als Suresh ausgesprochen.